Moin, ja, wie ihr seht, ich lebe noch. Ist das nicht schön? Ein neues Video. Ich hätte auch früher Zeit gehabt, aber ja, ich hatte keine Motivation. Hello, it's me. Wahrscheinlich sollte ich erst ein Update-Video machen, aber ich habe gerade keine Lust, ein Update-Video zu machen. Deswegen gibt es jetzt kein Update-Video. Stattdessen dachte ich, rede heute mal über eine geschlechtsangleichende Operation. Und wie es ja in der Vergangenheit war. Habe ich immer nur über irgendwelche Operationen geredet, wenn bei mir etwas anstand und dreimal dürft ihr raten, was demnächst bei mir ansteht. Ja, ich nenne jetzt kein Datum, weil ich bin ein bisschen erkältet und ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann doch wieder krank bin und das dann doch noch verschieben muss und deswegen kein Datum, aber ich mache natürlich wieder Vlogs und so ein Zeugs. Genau, und da ist jetzt natürlich noch nicht. Und, zu der OP kommt, also ist die nicht irgendwie morgen oder so, gibt es jetzt erstmal das Video, in dem ich erkläre, was überhaupt gemacht wird. Weil, wenn ich das noch vor die ganzen Vlogs packe, ich glaube, dann wird das so eine Stunde ein Video oder sowas. Also kann ich mir vorstellen, weil man ja schon auch länger im Krankenhaus ist und wenn ich dann jeden Tag ein Update-Video mache, von wegen, oh, ich habe heute Schmerzen, dann dauert das ja auch ein bisschen lange und ja, deswegen jetzt das Video vorher. Ja gut, da ich ja schon Mastik und Hysto hatte, ist jetzt irgendwie logisch, dass es jetzt um eine OP so unten rum geht. Und vielleicht, bevor ich anfange mit irgendwelchen Begriffen um mich zu schmeißen, ich werde jetzt natürlich auch so explizit Begriffe für Genitalien und was da unten so ist benutzen. Also wer da irgendwie sich unwohl mitfühlt oder sowas, ja, vielleicht nicht angucken. Also keine Ahnung, kann ja auch irgendwie Dysphorie auslösen, wenn man nur die Begriffe oder so hört. Oder da näher drüber nachdenkt, deswegen, ja, nur um das halt vorher einmal zu sagen. Ja, wie ihr am Titel seht, geht es um die Kolpek und den Klitpen, beziehungsweise Kolpektomie und Metoidioplastik. Wobei ich gelernt habe, es ist nicht nur die Kolpektomie, es ist auch die Kolpokleisis. Das erkläre ich dann noch. Genau, ich habe jetzt aber so die bekannteren Begriffe in den Titel gepackt, weil, ja, sonst sieht man das Ding so, oh, nee, das klingt viel zu medizinisch oder weiß ich nicht, anspruchsvoll, gucke ich mir jetzt nicht an. Und ja, ich finde es aber wichtig, dass das irgendwie mal auf YouTube ist, was so bei den OPs passiert. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch nicht so viele Videos angeguckt zu Leuten, die irgendwie Kolpek und sowas gemacht haben. Also vielleicht zwei oder drei. Und ich meine, so was ich so vorher ganz am Anfang vor 4 Jahren wusste, was da gemacht wird, war schon mal nicht alles, was tatsächlich gemacht wird. Also da dachte ich nur so, ja, okay, dann macht man das da unten so zu und dann macht man aus der Klitoris irgendwie einen Penis. Ja, was ich mir genau darunter vorgestellt habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich habe dann irgendwann gelernt, dass die Schleimhäute aus der Scheide rausgenommen werden. Also ja, rausgenommen werden halt einfach. Das war schon so, wow, das hat mir vorher nie jemand gesagt. Jetzt hat mir aber letzte Woche Montag beim Vorgespräch, also beim zweiten Vorgespräch, wo ich dann OP-Termin gekriegt habe und so, hat der Oberarzt mir nochmal erklärt, was alles gemacht wird und er hat es nochmal detaillierter erklärt. Und jetzt weiß ich so richtig genau, was gemacht wird und ich versuche es jetzt einfach mal so zu erzählen, wie er es mir erzählt hat. Und ich hoffe, es ergibt Sinn. Ja, dann fange ich erstmal an mit der Kolpektomie. Die Kolpektomie ist eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe, die Entfernung der Schleimhäute in der Scheide. Yay. Er hat mir sogar erklärt, wie man das macht. Also früher haben die das wohl, ich weiß gar nicht, richtig rausgeschnitten, so mit dem Skalpell und so. Mittlerweile benutzen die halt diese, okay, ich müsste jetzt diesen Begriff ist nicht studieren, was in die Richtung. Das ist jetzt doof, aber diese Elektroschaber sozusagen. Genau, da ist so Strom halt drauf. Also das ist dann nur wie so eine Schlaufe. Das steckt man dann da rein und dann kann man das so abtragen. Also man schält das sozusagen ab. Das klingt nicht so schön, aber ich meine, ich weiß ja, was das ist. Also wir hatten das auch in Verbindung mit irgendwie anderen Operationen, zum Beispiel Prostatavergrößerung wird auch oft so abgeschabt, so abgetragen eben. Also das ist tatsächlich auch schonender, als wenn man das wirklich einfach nur abschneidet, weil das halt gleich so mit Strom und dann wird das gleich so ein bisschen koaguliert und blutet nicht ganz so doll und so. Genau, weil
Die Kolpektomie ist eine sehr blutige Angelegenheit. Die Drainagen sind auch irgendwie, laufen die ersten beiden Tage noch richtig schnell immer wieder voll und so. Und das ist wohl auch total normal. Und soll auch genauso schnell wieder aufhören. Also anscheinend ist das so 2 Tage Blut und dann hört das auf einmal auf oder so. Also hört wohl relativ schnell wieder auf. Werde ich sehen. Bin ich mal gespannt, vor allem mit meiner Blutkrankheit. Ah, ja, das habe ich ein bisschen Schiss vor. So, vor Bluten. Aber naja. Das war die Kolpektomie und daran schließt sich dann die Kolpokleisis an. Das ist im Grunde einfach dieses, dass man es von außen zumacht. Also, das ist halt das, was da so zusammengepackt wird und dann wird das halt zusammengenäht. Yay. Also hätte man nur die Kolpektomie, hat man halt immer noch ein Loch. Nur die Schleimhäute sind weg. So, ja, das war's zur Kolpektomie und Kolpokleisis. Dann komme ich jetzt zur Metoidioplastik oder Klitpen oder kleiner Aufbau. Ja, ich glaube, das waren alle Begriffe, die es da gibt. Im Gegensatz zum großen Aufbau, also zur Phalloplastik, wird halt nicht irgendwie so ein fettes Stück Haut aus dem Arm genommen oder so. Also. Und daraus dann ein Penis geformt. Sondern es wird eigentlich das genommen, was schon da ist. Und das wird so ein bisschen anders angeordnet, sage ich mal. Damit es dann aussieht wie ein Mikropenis. Also im Grunde hat man ja auf Testosteron schon ein Wachstum der Klitoris. Also, das sieht man dann auch schon ganz schön. Also, ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber normalerweise wächst die Klitoris dann schon ganz schön. Und im Grunde wird die Klitoris von so einem Bändchen oder einer Sehne oder sowas gehalten. Und die kann durchtrennt werden, sodass sie dann sozusagen ausgelöst wird. Und dann nicht mehr irgendwie so drin ist, sondern so halt rausgezogen werden kann sozusagen. Ist schwierig zu erklären, aber vielleicht ergibt das ein bisschen Sinn. Ja, und im Grunde wird dann ein Loch ein bisschen höher gebaut. Und also wenn das hier so jetzt der Hügel ist, sag ich mal, und die Klitoris sitzt normalerweise da, wo jetzt hier so mein Gelenk ist, dann wird weiter oben ein Löchlein gebaut und die Klitoris sozusagen von unten durchgezogen, dass sie halt ein bisschen höher auch sitzt, weil ein Penis normalerweise ein bisschen höher sitzt als da, wo die Klitoris sitzt, wenn sie nicht ausgelöst ist und rausguckt. Gott, ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Ja, auf jeden Fall wird sie ein bisschen höher gesetzt und dann, dadurch, dass sie dann ausgelöst ist, ist sie auch ein bisschen länger. Das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich, wie viel höher das gesetzt wird. Und je nachdem, wie groß halt die Distanz von vorher zu nachher ist, wird natürlich auch der Penoid länger oder kürzer. Wobei man ja sagen muss, beim Clitpen, das ist halt so oder so nicht so lang wie ein Cis-Penis. Von daher, ne? Das nächste, was dann noch gemacht wird, ist eine Harnröhrenverlängerung. Ist übrigens optional, also man kann die ganzen Sachen auch jeweils einzeln machen. Ich mache halt nur alles auf einmal, weil, ne? Ja, Harnröhrenverlängerung. Ja, im Grunde wird aus der Leiste ein Stück Haut genommen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Also, ich habe immer gedacht, man nimmt einfach nur die inneren Schamlippen und bastelt das dann so darum, dass das dann so eine Röhre halt ist. Aber nein, das ist nur das Äußere. Es wird halt ein Stück Haut von der Leiste genommen. Eigentlich wäre es sinnvoll gewesen, da für ein paar Monate zum Lasern zu gehen, damit da keine Haare sind. So nehmen die jetzt das Stück weg und koagulieren die einzelnen Haarfolliken. Heißt doch Folliken, oder? Jedenfalls da, wo die Haare rauskommen. Dass da halt später nichts wächst, weil das ja innen liegt. Und das nehmen die dann als, genau, das Innere von der Harnröhre sozusagen. Und, naja, wird natürlich mit einem Katheter und alles, dass das dann so zusammenwachsen kann, wie es soll. Das ist dann das Innere der Harnröhre. Und darüber werden dann die inneren Schamlippen gelegt. Das ist sozusagen das, ja, das Äußere ist von der Harnröhre. Und das wird dann natürlich so gelegt, dass es dann am neuen Penoid rauskommt. So, dass man dann im Endeffekt auch im Stehen pinkeln kann. Yay. Ja, das ist eigentlich so das, was gemacht wird bei der Operation. Die OP dauert wohl so 3,5 Stunden
und man ist mindestens 2 Wochen im Krankenhaus. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Man hat außerdem, naja, man hat auf jeden Fall die Drainage, die an der Scheide rauskommt, also aus der ehemaligen Scheide. Oh, ehemalige Scheide klingt auch richtig toll. Oh, ich bezeichne mich dann immer, wenn ich irgendwo hingehe. Ja, hallo, ich bin ehemaliger Scheidenbesitzer. Ja, auf jeden Fall hat man da noch Katheter. Also man hat ein Dauerkatheter, hat das genannt. Das ist halt das, was aus der Harnröhre rauskommt. Und dann hat man noch einen Bauchkatheter. Den Dauerkatheter hat man wohl für 10 Tage und den anderen dann dementsprechend ein bisschen länger und den kann man wohl so auf und zu machen. Also wenn das dann so ein bisschen besser verheilt ist bei Harnröhre, dann macht man den Bauchkatheter zu, wartet dann erstmal, bis man so das Gefühl hat, man muss aufs Klo gehen und macht den dann erstmal wieder auf, so für einen Tag. Und den Tag danach kann man dann auch versuchen, wieder selbst zu pinkeln. Also man muss das halt schon so ein bisschen auch wieder lernen. Also was heißt lernen, aber ne, man muss sich ja natürlich auch dran gewöhnen und ja, ich glaube, man muss schon auch ein bisschen lernen. Es ist ja doch irgendwie anders dann. Ja, und dann ist man wahrscheinlich noch ein paar Tage da, damit das dann auch wirklich alles ordentlich verheilt. Ja, dann vielleicht noch zu möglichen Komplikationen. Es wurde natürlich auch noch mal alles gesagt. Ja, der Oberarzt meint auch so in 90 bis 95% der Fällen gibt's Fisteln. Das war mir aber vorher auch bewusst. Also das sind so Löcher in der Harnröhre. Also das heißt, man kann dann doch noch nicht im Stehen pinkeln, weil das halt nicht da rauskommt, wo es rauskommen soll, sondern irgendwo weiter unten ist dann ein Loch in der Harnröhre. Ich habe gehört, so kleinere Fisteln schließen sich automatisch irgendwann mit der Heilung. Ja, größere müssen halt operiert werden und das wird halt auch erst gemacht, wenn alles ordentlich verheilt ist und das sind schon so 6 bis 9 Monate. Also man kann früher operieren, aber da sind dann halt die Narben noch nicht richtig gebildet, so wie sie dann im Endstadium wären. Und das ist halt immer nicht so gut, da dann nochmal wieder drauf zu operieren. Verständlicherweise. Auf jeden Fall, Fisteln wird es wohl geben. Ist okay. Ja, ansonsten können halt eher so Sachen kaputt gehen, so bei der Kolpektomie, dass irgendwie der Darm oder die Blase oder sowas verletzt wird. Kommt aber sehr selten vor. Und natürlich halt Blutungsrisiko ist, ne, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Kolpektomie blutet wie Sau. Ja, und ansonsten hat man halt diese ganzen Risiken, die man halt sonst auch bei OPs halt hat, Narkose, bla. So, ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich alles erzählt. Wenn nicht, dann muss ich noch was hinterher schneiden oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auch. Ich habe auch Schiss. Also ich habe tatsächlich auch deutlich mehr Schiss als bei den anderen OPs, weil, naja, die OP dauert zwar nicht so krass viel länger, aber es, ja, es ist halt auch irgendwie einfach ein anderer Bereich. Also so Brust ist ja dann doch irgendwie was anderes als so Genitalbereich. Also ja, ich bin mal gespannt. Aber also das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich mich da nicht irgendwie mit befasst oder das nicht ordentlich durchdacht. Nee, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also die Story, bis ich hier bin, wo ich jetzt gerade bin, ist ja sowieso ein Hin und Her. Mehr oder weniger. Ich habe ja am Anfang war ich gar nicht so sicher, ob ich eine Hysto möchte. Also eigentlich war klar, ich möchte eine Hysto, aber ich war nicht sicher, ob ich die OP möchte, falls es Sinn ergibt. Und das war dann eigentlich eher so ein bisschen so nach der Mastek, oh, ist gar nicht so schlimm, eine OP. Also ich hatte halt vor allem wirklich Schiss vor der Narkose tatsächlich. Die war bei der Mastek auch gar nicht so geil, bei der Hysto war die echt gut. Also da ging es mir gut, außer dass ich danach richtig schlapp war, aber das ist halt normal. Bei der Kolpek und beim Klitpen war das so. Wäre schon geil, aber ich weiß nicht so ganz, ob ich es brauche, ob ich diesen Prozess gehen möchte, weil du bist halt echt lange im Krankenhaus, das wusste ich ja schon lange und Heilung dauert halt schon auch länger als bei den anderen OPs. Oh, übrigens meinte der Oberarzt, die Genesung dauert so 3 bis 4 Wochen. Und man kann wohl nach 4 Wochen auch wieder Fahrrad fahren und so. Also ich meine, gut, man sitzt ja nicht auf der Scheide da, wo
auf der ehemaligen Scheide, sondern eher so auf den Pobacken. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass ich nach 4 Wochen wieder Fahrrad fahren kann. Also, naja. Jedenfalls habe ich dann irgendwie immer überlegt, mache ich das, mache ich das nicht? Und eigentlich habe ich vor 2,5 Jahren habe ich dann gesagt, nee, ich mache es auf jeden Fall, ich will das auf jeden Fall machen. Also da habe ich mich dann da schon so entschlossen, dass ich das auf jeden Fall mache. Aber anscheinend war ich noch nicht ganz so weit, weil ich habe dann nämlich noch 1,5 Jahre gebraucht, bis ich tatsächlich angerufen habe und einen Termin gemacht habe. Gut, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Telefonieren, aber ich glaube, ich brauche doch einfach noch mehr Zeit, um dann wirklich zu sagen, yo, jetzt mache ich das und ich hänge mich da auch hinter, weil das erste Mal, dass ich da angerufen habe, war 14 Mal und es ist einfach keiner rangegangen oder es war besetzt und dann, ja, naja. Auf jeden Fall war das ein bisschen ein Prozess und ich hatte dann natürlich auch noch mal ein paar Monate, bis ich den Termin hatte, also den ersten Gesprächstermin und dann hat es gedauert mit der Kostenübernahme und also ich hatte genug Zeit, um mir das nochmal anders zu überlegen und ich habe es mir nicht anders überlegt und ja, also ich wollte eigentlich auch irgendwann nochmal ein Video machen, warum ich überhaupt so weit gehe mit den OPs und vielleicht kann ich dann auch noch was dazu sagen, warum ich keine Phalloplastik möchte. Das hat mich tatsächlich auch der Oberarzt gefragt, also einfach nur interessenshalber und er meinte dann auch so, also sie müssen jetzt nicht drauf antworten. Ich dachte nur, ich frag mal so aus Interesse. Ich war ein bisschen überrumpelt, eigentlich habe ich da eine Antwort drauf, aber in dem Moment hatte ich da nicht so eine Antwort drauf. Ja, es gibt übrigens auch, also da wo ich jetzt die OP machen lasse, haben die mir das so erklärt, dass es 2 verschiedene Wege für die Coilpack und den Clitpen gibt, also gerade für den Clitpen. Es ist ja sowieso unterschiedlich von Chirurg zu Chirurg, wie das gemacht wird. Also ich weiß, in München wird ja die Phalloplastik nicht auf einen kleinen Aufbau gemacht, sondern also wird halt kein kleiner Aufbau voll gemacht. Und jetzt, ich gehe nach Bassum, da wird halt erst ein kleiner Aufbau gemacht und da dann der große drauf. Und dementsprechend gibt es dann auch 2 Möglichkeiten für den kleinen Aufbau, nämlich einmal das, was ich jetzt mache, so als Endergebnis und als, naja, Zwischenschritt. Das sieht dann auch irgendwie ein bisschen anders aus. Ich glaube, er hatte mir das letztes Jahr im August auch erklärt, was da der Unterschied ist. Aber ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Und ich werde keine Phalloplastik machen lassen. Deswegen interessiert mich das tatsächlich auch nicht so sehr. Und dementsprechend wird es auch niemals ein Video zur Phalloplastik geben. Yay. Da gibt es wahrscheinlich andere Leute, die da Videos zu machen. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, dass noch eine zweite Operation folgt. Also jetzt mal abgesehen von der Korrektur-OP, wenn man Fisteln hat. Aus den äußeren Schamlippen werden nämlich noch Hodensäcke gebildet und da Implantate reingepackt. Das ist halt ein zweiter Schritt. Also ich vermute mal, wenn ich das jetzt wirklich auf keinen Fall möchte, dann muss ich das auch nicht machen. Also ich bin halt immer noch so ein bisschen, möchte ich da Implantate haben? also ich bin ein bisschen skeptisch, was die Implantate an sich angeht. Nicht Hoden an sich, sondern Implantate. Ich glaube, da muss ich mir nochmal Gedanken machen und vielleicht ist es dann auch, wenn ich dann jetzt den kleinen Aufbau habe und es sieht einfach super komisch aus ohne Hoden, dann, ne, ist dann ja auch keine große OP mehr. Ja, das hatte ich vergessen. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt dann, glaube ich, wirklich alles gesagt. Es ist auch schon über 20 Minuten jetzt das Video. Ich hoffe, ich kann da noch genug rausschneiden. Und vielleicht mache ich demnächst nochmal ein Update-Video. Eigentlich habe ich Zeit, ich habe nämlich keine Klausuren mehr. Ich habe nie wieder Klausuren in meinem Leben. Ich habe es noch nicht so ganz realisiert, dass ich nie wieder zur Vorlesung gehen muss. Also ich habe noch Praktikum und Masterarbeit und so ein Zeugs. Also ich bin noch nicht fertig mit dem Studium. Aber ich muss keine Vorlesungen mehr hören. Und ich muss auch keine Klausuren mehr schreiben. Yay. genau, und jetzt sind sowieso erstmal Semesterferien und ich mache halt ein bisschen Pause zwecks OP und ja. Theoretisch habe ich Zeit, noch ein bisschen Videos zu drehen bis zur OP. Ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann zu einem Update-Video oder vielleicht auch ein anderes Video, aber hoffentlich mache ich demnächst mal wieder ein Video. Und bis dahin habt eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Leben oder so und adios.